spezielle Geschichte mit dem 50 Kilometer. 50 Jahre ist es her, wo er in Grenoble der Herr zu Schuhen gekommen ist, so gut wie noch kein Schweizer vorher, und die erste olympische Medaille geholt hat im Langlauf für die Schweiz, der Sepp Haas. Für ihn war das dann zumal eine Medaille, die aus heiterem Himmel gekommen ist. Kein einziges Mal hat Sepp Haas in jenem Winter 68 auf dem Weltcup-Podest gestanden. Seine olympische Medaille, eine faustdicke Überraschung. Da braucht es schon noch eine rechte Leistung, dass man das eben das Rennen richtig einteilt und am Schluss noch zusetzen kann und nachher erst noch zu Erfolg zu haben. Und da hat man schon zweimal schlucken, ist jetzt das wahr oder ist es nur ein Traum? Noch heute, 50 Jahre später, hat Sepp Haas das Rennen präsent, kann sich an jedes Detail erinnern, so auch an die schwierige Kommunikation mit dem Trainer. Ich hatte keine Funkgeräte bei uns gehabt, aber der Trainer war ein Schwede und der konnte bei den Schweden horchen. Der Haas kam immer mehr auf und der hat mir zugerufen, Sepp, du kannst denen mitteilen machen. Da habe ich gedacht, oh, der spinnt ja, das ist ja nicht möglich. Da habe ich Ariel Mentirant überholt, der hat schon mehrfach Olympiasieger gesehen. Ist 3,5 Minuten vor mir gestartet, da habe ich gesagt, es könnte gleich noch etwas sein. Und das hat mich natürlich noch beflügelt, die letzten 10 Kilometer schnell zu laufen. Im Ziel der Jubel noch etwas verhalten. Doch bereits auf der Rückreise im Zug, hier mit seiner Frau, lassen Sepp Haas und seine Wintersportkollegen die Korken knallen. Haas und Co. werden bei ihrer Ankunft in Lausanne gefeiert wie Popstars. Und dort waren auch wieder Leute. Wir konnten nicht durch, alle wollten Autogramm wollen und das war ein richtiger Ansturm. Während seine Kollegen nach Bern und Zürich in die Städte feiern gehen, zieht es Haas zurück nach Hause ins beschauliche Marbach in Luzern. Denn hier steigt die wohl größte Party in der Geschichte des damaligen 1000-Seelendorfs. Die Marbacher feiern ihren Helden. Und das durchaus kreativ. Sehen wir bald ähnliche Bilder aus dem Münstertal, der Heimat von Dario Colonia? Der 80-Jährige freut sich auf jeden Fall schon auf den morgigen 50er.